Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Adobe Photoshop Tutorial. Ich bin Ibra von Moltenpixel TV und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euer eigenes professionell gestaltetes Visitenkärtchen erstellen könnt. Visitenkarten braucht man für vielerlei Dinge, beispielsweise wenn ihr ein Unternehmen habt oder wie in meinem Fall einen YouTube-Kanal, dann wollt ihr bei euren zukünftigen Kunden natürlich auch etwas hinterlassen, damit sie sich an euch eben erinnern. Und hier sind Visitenkarten ziemlich gut geeignet und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, unsere Visitenkarte zu erstellen. Wir brauchen als erstes ein neues Dokument. Die Standardmaße für Visitenkarten in Deutschland sind 85 x 55 mm. Wenn wir das Ganze tatsächlich mal drucken lassen wollen, dann nehmen wir hier die Auflösung von 300 dpi und den Farbraum CMYK. Damit haben wir unsere Arbeitsfläche und als erstes ziehe ich mir mal horizontal und vertikal eine Hilfslinie jeweils in die Mitte. Dann erstelle ich mir eine neue Ebene und ziehe mir mit dem Pfadwerkzeug ein kleines Dreieck. Wir fangen jetzt an, unser Hintergrundbild bzw. unsere Hintergrundtextur zu erstellen. Diesen Pfad werde ich einfach mit einem sehr dunklen Grau füllen, ihn einmal dann duplizieren, horizontal spiegeln und mit dem Auswahlwerkzeug nach links verschieben. Das können wir jetzt auf eine Ebene reduzieren. Das werden wir auch nochmal duplizieren und das Ganze nochmal in die andere Richtung spiegeln, vertikal spiegeln. Und schon ist unsere Oberfläche schon mal fertig. Das können wir jetzt auch auf eine Ebene reduzieren. Mit STRG H könnt ihr eure Hilfslinien ausblenden und könnt euch das Ergebnis dann schon mal angucken. Diese fertige Ebene werden wir jetzt nochmals duplizieren und hier unten an die Kante setzen. Und wir brauchen als nächstes noch die linke und die rechte Seite unseres, ich würde es mal jetzt nennen, Würfel. Dazu erstellen wir einfach wieder eine neue Ebene, klicken einmal hierhin, hierhin, hierhin und zum Abschluss einmal hierhin. So, hier bin ich nicht ganz gerade, da korrigiere ich nochmal ein bisschen. Wenn ich das Ganze jetzt füllen würde, dann würde ich jetzt hier einen kleinen weißen Streifen noch sehen. Da ich das aber nicht möchte, werde ich einfach mir die Pixel nochmal nehmen, beziehungsweise die Pfadpunkte und um einen Pixel nach oben verschieben. Und das kann ich jetzt auch wieder mit meinem dunklen Grau füllen. Diese Ebene kann ich nochmals duplizieren und nochmal horizontal spiegeln. Und damit habe ich auch meine rechte Seite. Das Ganze sieht natürlich jetzt noch nicht aus wie ein Würfel. Dazu müssen wir erstmal einige Farben vergeben. Zuerst die Oberfläche, die bekommt von mir ein helles Grau. Dann kommt die linke Seite, die bekommt von mir das dunkelste Grau. Und die rechte verbleibende Seite, die bekommt irgendwas dazwischen. So, und somit ist unser Würfel fertig. Wir sehen jetzt hier links und rechts sind noch ein Pixel jeweils Platz, die da ein bisschen für eine Kante sorgen. Dazu werde ich jetzt einfach meinen Würfel auf eine Ebene reduzieren und den einen Pixel, der hier stört, einfach wegschneiden. So, damit ist unser Würfel fertig und jetzt können wir ganz einfach den so oft duplizieren, dass es eine Hintergrundebene bzw. eine Hintergrundtextur ergibt. Dazu werden wir jetzt einfach unseren Würfel einige Male wieder duplizieren. Ich setze ihn als erstes hier unten an, die beiden Ebenen auch wieder duplizieren. Und so mache ich das, bis meine ganze Visitenkarte mit Hintergrundwürfeln eben bedeckt ist. Und ihr seht, das Ganze gibt dann wirklich einen sehr schönen Effekt. Jetzt kann ich das Ganze hier schon mal in die Ecke anpassen, wo ich es später auch haben möchte. Und noch einmal duplizieren, damit wir hier unten auch alles gefüllt haben. So, diese unzähligen Ebenen können wir auch wieder auf eine Ebene reduzieren.
Und dem Ganzen werden wir jetzt als allererstes nochmal eine Grundfläche geben. Dazu nehme ich auch wieder mein sehr dunkles Schwarz und ich nehme aus meiner Würfelebene einfach die Deckkraft ein bisschen raus. Etwa auf, sagen wir mal, 20%. Das sieht ganz gut aus. Der Effekt ist noch sehr schön zu sehen. Und jetzt wird es auch schon Zeit, dass wir unsere eigenen Icons und unseren Namen einfügen. In meinem Fall ist das natürlich hier mein Wasser oder mein Pixeltropfen, den ich mir mit in mein Dokument ziehe. Ich mache den etwas kleiner. Das Ganze sollte nicht mehr als ein Drittel der Karte einnehmen. Und diesem Tropfen gebe ich ein sehr hübsches Gelb. Auch hier könnt ihr natürlich die Farbe wählen, die euch am besten gefällt. Da mein aktuelles Design ja auch auf YouTube in Gelb gehalten ist, habe ich mich eben hierfür entschieden, das Ganze auch gelb zu machen. So, jetzt kommt auch schon der Name und er ist allen bekannt. Das ist Molten Pixel TV. Den Text mache ich weiß und die Schriftart Unisans in einem Heavy Caps. Das Ganze können wir jetzt hier relativ groß ziehen. Damit wir auch die richtigen Abstände haben, werden wir uns jetzt einfach links und rechts ein paar Hilfslinien erstellen. Wir wissen ja, die ganze Breite unseres Dokuments ist 85 mm. Dazu werden wir jetzt einfach auf Ansicht klicken, sagen neue Hilfslinie. Wenn wir links unsere Hilfslinie haben wollen, sage ich möchte sie bei 10 mm haben. Und ich möchte rechts eine Hilfslinie haben, die möchte ich dann eben auf 75 mm haben. So habe ich jetzt links und rechts einen Abstand von 10 mm. Jetzt können wir an unserem Text weiterarbeiten. Molten Pixel TV werde ich einfach einmal duplizieren. Und hier drunter schreibe ich genau das hin, was ich eben bin. Ich bin Grafikdesigner und als kleinen Effekt nehmen wir jetzt hier das Syncaps. Die Schriftart machen wir hier auch einfach ein bisschen kleiner. Und jetzt können wir das Ganze eben an unsere Hilfslinie anpassen. Und wir können sicher sein, dass links und rechts genau der gleiche Abstand ist. Und eine sogenannte Akzentlinie, die fügen wir auch noch ein. Das ist einfach ein kleiner gelber Kasten, den ich mir hier unten aufziehe. Dem werde ich auch mein Gelb geben. Somit habe ich noch ein bisschen für mehr Farbe auf meinem Dokument gesorgt. Ist vielleicht ein bisschen groß, wir ziehen ein bisschen kleiner. So. Und damit ist unsere erste Seite auch schon fertig. Das Ganze verpacken wir jetzt in einen eigenen Ordner. Dazu markieren wir einfach alle Ebenen und klicken hier unten auf das Ordnersymbol. Und wir sagen hier, das ist unsere Front. Den ganzen Ordner werden wir einmal kopieren. Unsere Front können wir zunächst ausblenden. Und jetzt werden wir hier alles aufräumen, was wir eben nicht mehr brauchen. Wir brauchen erstmal unsere beiden Texte nicht mehr. Und wir brauchen erstmal für eine ganz kurze Zeit unser Logo nicht mehr. Auf der Rückseite hier möchte ich meine gelbe Akzentlinie dann woanders platzieren. Dementsprechend brauche ich die auch nicht mehr. Und somit bleibt jetzt erstmal nur unsere Würfeltextur zurück. Und wir werden den oberen Teil jetzt weiß einfärben, damit wir da eben unsere ganzen Kontaktdaten aufführen können. Und unsere gelbe Akzentlinie, die kommt jetzt schon wieder zum Einsatz. Da kann ich einfach die nehmen, die ich bereits erstellt habe und schiebe sie mir hier in die Mitte. Die mache ich aber relativ dünn. Sie soll ja nicht vom wesentlichen Informationsgehalt unserer Visitenkarte ablenken. So sieht das schon ganz prima aus. Und als nächstes kann ich eben meinen Nickname hier mitten in die große schwarze Fläche mit den Würfeln schreiben. Das sorgt eben dafür, dass man, wenn man die Karte umdreht, direkt weiß, von wem die Karte denn kommt und wer sie eben einem gegeben hat. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen groß, wir ziehen es einen Ticken kleiner. So sieht das wunderbar aus. Auch hier könnt ihr natürlich jede erdenkliche Schriftart, die euch gefällt, verwenden. Ich habe hier diese Schriftart genommen, die gefällt mir momentan wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend verwende ich sie auch bei mehreren Projekten.
Und als nächstes möchte ich nochmal Logo und Grafikdesigner hier oben in der linken Ecke aufführen. Dazu blende ich meine drei Textebenen und mein Logo wieder ein. Schiebe es ganz nach oben und die Farbe werde ich jetzt an den Hintergrund anpassen. Das habe ich ja hier noch in meiner Farbpalette drin, mein Grau. Und auch das Vektorlogo, das mache ich jetzt auch in dem Grau. Und ich passe das Ganze jetzt untereinander an. Damit habe ich einfach mehr Platz dann auf der rechten Seite für die eigentlichen Kontaktadressen. Grafikdesigner packe ich in diesem Fall mal in die Mitte, da eben das Ganze untereinander steht. Das sieht dann optisch einfach besser aus. So sieht das Ganze schon wunderbar aus. Ihr müsst euch jetzt bei der anderen Seite der Visitenkarte nicht unbedingt an die Vorgabe halten, den Abstand, den ihr bei der anderen Seite angewendet habt. In meinem Fall waren das ja hier eben 10 mm. Auf der Rückseite könnt ihr es auch gerne anders machen. In meinem Fall mache ich jetzt einfach mal 5 große Schritte von dem Rand aus. Das gleiche werde ich jetzt auf der rechten Seite auch noch machen. Und ich muss jetzt als nächstes meine Kontaktdaten einfügen. Dazu habe ich mir überlegt, ich mache hier oben 3 kleine Kästchen hin. Und zwar machen wir einen für Telefon. Den mache ich auch in meinem Gelbton. Dann mache ich einen für meine Website. Und einen für meine Location oder eben meinen Ort, an dem ich mich befinde, wo mich auch mein zukünftiger Kunde eben finden kann. Und da das Ganze noch ein bisschen leer ist, habe ich mir einfach ein paar Icons aus dem Internet besorgt. Die könnt ihr euch direkt runterladen, indem ihr einfach beispielsweise Telefon und ein Icon dahinter eingebt. Dann bekommt ihr solche Icons. Die habe ich mir jetzt einfach mal heruntergeladen und platziere sie jetzt innerhalb meiner Kästen. Die Farbe mache ich hier weiß, damit man es auch schön erkennt. Ihr könnt es natürlich auch schwarz lassen, das ist natürlich Geschmackssache. So, dann haben wir hier meine Location. Setze ich auch in den unteren Kasten ein. Darauf achten, ist ganz wichtig, dass man die Größe etwa beibehält. Soll ja alles aus einer Hand aussehen und auch etwa gleich. So, den machen wir natürlich auch weiß. Und dann habe ich noch eine kleine Weltkugel, die für Internet bzw. eben Website steht. Die passe ich hier in meinen mittleren Kasten ein. So, das Ganze kann ich jetzt auch nochmal in einen extra Ordner packen. Nenne ich einfach mal Icons und somit kann ich das Ganze hier verschieben, wie ich es möchte, ohne dass es mir wieder verrutscht. So, jetzt kommen wir zum Telefon. Hier schreibe ich natürlich eine beliebige Nummer rein. Wenn ihr eure Visitenkarte erstellt, dann schreibt ihr selbstverständlich eure richtige Nummer rein, denn euer Kunde möchte euch ja später wiedererkennen. So, dem Ganzen geben wir hier den Thin Caps Stil. Duplizieren das Ganze einmal und schreiben hier drüber noch, was das denn für eine Nummer ist. Und das ist eben die Telefonnummer, die bekommt wieder das Caps. Somit haben wir den Schriftstil, den wir hier auf der linken Seite beim Logo aufgegriffen haben, nochmal eben hier beim Telefon verwendet. Das Ganze sorgt dann einfach optisch dafür, dass es eben aussieht, als wäre es aus einer Hand. Das dupliziere ich jetzt nochmal, statt Telefon schreibe ich beim zweiten eben Website hin. Könnte auch Homepage stehen und dann www.moltenpixeltv.de und das Ganze nochmal dupliziert. Und hier kann ich Location oder meinetwegen Ort hinschreiben. In meinem Fall schreibe ich jetzt einfach mal oben das Bundesland hin. Ich wohne in Hessen und zwar in Deutschland. So, ihr könnt natürlich auch eure genaue Adresse hinschreiben, würde sich natürlich anbieten. In meinem Fall für Demonstrationszwecken reicht es aber erstmal so. So, das Ganze kann ich auch noch ein bisschen größer ziehen, es ist noch ein Ticken zu klein.
so etwa. Und ich habe es eben schon gesagt, den Abstand werde ich jetzt einfach mal mit 5 großen Schritten nach links wählen. So. Und das war's auch schon. Damit ist unsere Visitenkarte fertig und bereit, bei unserem Kunden zu landen oder eben bei unserem Zuschauer. Ihr könnt sie beispielsweise auch auf der jetzt anstehenden Gamescom verteilen. Und damit habt ihr eine sehr beeindruckende Visitenkarte, die sich die Leute sehr gerne ansehen. Und dann werden die Leute auch auf euch zukommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Ich bin Hybra von MoltenPixel TV. Bis zum nächsten Mal.